Boah, hast du die neuesten News gelesen? Das ist ja voll abartig, ey. Der My Little Pony Kinofilm wird 3D. Also das ist 3D-Animation. Die Ponys werden irgendwie zu Models gemacht und so. Warte mal, was? Das Brownie! Way to go! Nein, die News habe ich noch nicht gehört. Was? Ja, Mann, weil es billig zu produzieren ist, machen die 3D draus. So wie Ice Age oder sowas. Aber das ist voll scheiße, da geht auch der ganze Charme verloren, Mann. Nein. Nein, ich will nicht. Ohne Scheiß, Anni. Nee, ich pack den. Nein. Wie können die sowas machen? Sind die echt behindert? Aber ich dachte, das ist mit diesem Programm gemacht worden, mit dem die ganzen berühmten Serien gemacht wurden. Simpsons, Family Guy, American Dad etc. Und die sind doch auch alle bloß 2D. Warum sollten sie jetzt auf 3D umsteigen? Ja, aber wenn dich das schon stört, dann wird dich sicherlich noch mehr stören, dass John in Nancy getwittert hat, dass er nicht beim Film dabei ist. Weißt du was? Na, ohne Scheiß. Also wirklich, ohne Scheiß. 50%, nein, 60% der Freude auf diesen Film sind jetzt am Arsch. Ohne Scheiß. Wegen dem 3D und weil Disco nicht dabei ist. Gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich richtig die Schnauze voll, Alter. Das mit dem 3D ist so behindert. Wie wollen die das überhaupt machen, dass das gut ausschaut? Hä? Alter. Ohne Witz, Alter. Verarscht. Alles Fake. Alter Andi, ohne Scheiß, du Mistmensch, Alter. Geht gar nicht sowas. Ah, nee, Andi, ohne Scheiß, geht überhaupt nicht. So eine Mistficke, Mann. Richtiger Kackbratzen-Scheiß, den du da abziehst, Alter. Du Arschloch. Fick dich. Ohne Ich hab dich wirklich dran gekriegt. Und dabei dachte ich, du kriegst das immer raus, wenn ich schauspiele. Aber diesmal war es wohl doch nicht schlecht. Das heißt aber nicht, dass das unmöglich ist, dass beides zutrifft, weil wir haben noch keine näheren Informationen. Ich weiß nicht mehr als zuvor, vor ein paar Tagen. Aber ich dachte einfach mal, ach, ich verarsche einfach mal den Chris. Mal gucken, was könnte ihn denn wirklich wehtun. Alter, du blöder Scheiß-Wichser, Alter, Andi. Ohne Witz, Mann, das geht gar nicht. Das ist so eine richtige Untermenschenaktion. So richtig. Nee! Was bist denn du für ein Mensch, Alter? Ich hab gerade überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das Fake sein könnte. Ich war gerade nur so, du sagst das so voll casual und ich so. Nee! Arsch, Arsch, Alter. Geht gar nicht sowas. Richtige Arschaktion, Alter. Alter, so eine Scheiße, Alter. Weißt du, was da für ein Gefühl durch meinen Magen ging, Andy? Das ist so eine. Nee, das ist wie wenn du einem in den Smoothie kackst. Das ist so. Nee. Du bist ein großer Bubi, du hältst es schon aus. Komm, erzähl noch weiter. Mein Tag wird immer besser. Make my day. Ich mach deinen Tag gerade gleich, Alter. Ich komm gleich rüber, Alter. Dann slap ich dich ein paar Mal, Mann. Alter, ohne Scheiß, Andi, das kriegst du zurück, aber in physikaler Form, wenn ich dann in Berlin bin im April. Das ist fast peinlich. Peinlich ist es, dass ich mich von sowas echt verarschen lasse. Alter, und weil ich guck gerade Walking Dead und dann bin ich nicht drauf gekommen, hier mal schnell zu googeln. Oh, so eine Scheiße. Alter. So, und wir kopieren jetzt all diese Nachrichten und machen ein YouTube-Video draus. Das wäre doch echt witzig. Ja, gut, die werden eher auf mein Handy gespeichert. Ich kann die dann auch runterladen, kann die dann so zum Video machen. Und dann machen wir noch
so Faces, machen dann noch so Fotos, wo ich halt so am Telefon bin und wo du dann so voll enttäuscht guckst. So, das müssen wir unbedingt machen, das ist cool. Jetzt muss ich wirklich ins Bett gehen. Also, beziehungsweise Schluss machen mit den Messages. Bis dann, tschüss und schlaf gut. Ich wünsche eine grauenhafte, grässliche, scheußliche, verdammt schlimme Nacht an dir, weil die hast du verdient. Und dann, ja, hören wir uns morgen. Bye.